Der Gang ans Grab wird leichter mit den Jahren, sagen manche. Aber manchmal holt das Schwere einen wieder ein. Am Jahrestag, heute schon 5 Jahre. An den Weihnachtsfeiertagen, das erste, das zweite Mal ohne ihn. Bei großen Ereignissen in der Familie, das hätte er so gerne noch miterlebt. Der Gang ans Grab bleibt auch über die Jahre irgendwie schwer. Ganz leicht wird er nie. Egal, wie schön die Blumen da blühen oder wie herrlich die Aussicht vom Friedhof aus ist. Das Grab erinnert immer daran, wer fehlt, wer vermisst wird und mit wem man sein Leben geteilt hat, bis zum Tod. Bis der Tod mit einem Augenblick das Leben verändert hat. Atem und Herzschlag haben aufgehört und schweigen. Für immer. Sargdeckel zu. Für immer. Erdwurf für Erdwurf, verschwinden Urne oder Sarg, für immer. Das Grab ist zu, der Weg ist zu Ende, für immer. Das Grab erinnert an Beerdigungstag und letzte Stunden, an Tränen und die ersten Schritte auf dem neuen Weg, ohne und anders. Manch einer freut sich, auf dem Friedhof jemanden zu begegnen, ein wenig zu reden. Wie geht's den Kindern? Was macht der Garten? Andere gehen lieber, wenn sonst wahrscheinlich gar kein anderer da ist. Maria Magdalena und Maria und Salome gehen ganz früh, sehr früh, als die Sonne aufging. Die drei Frauen wollen die Ersten sein, ganz allein und ungestört. So haben sie es sich überlegt und sich dann in aller Früh auf den Weg gemacht. Voller Trauer. Aber dankbar, nun endlich wieder etwas Sinnvolles tun zu können. Voller Gedanken fällt ihnen plötzlich ein, was sie völlig vergessen haben. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Keiner von ihnen hat daran gedacht. Der Kopf zu voll, das Herz zu schwer. Alle haben vergessen, dass sie ja gar nicht reinkommen, um den Toten zu salben. Das Grab wird zu sein, für immer. Der Stein wird dastehen, für immer. Der Weg ist zu Ende. Wie könnte es auch anders sein? Wie sollte es auch anders sein? Gräber bleiben zu. Tote bleiben tot. Schlimmes lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Mit manchem musst du weiterleben und hast dich vielleicht schon daran gewöhnt. An Menschen, die nicht mehr wiederkommen. An Schmerzen, die mal weniger, mal mehr sind, aber nie mehr ganz verschwinden. An Alterserscheinungen, die nur noch mehr, aber nicht mehr weniger werden. An Zeiten, die nicht mehr wiederkommen, weil die Zeit ja einfach weitergeht und die Jahre vergehen. Du hast dich eingerichtet in diesem Leben und mit manchem abgefunden. Ach, hätte ich doch. Was wäre, wenn? Das bringt dich nicht weiter. Denn manchmal ist ein Weg zu Ende. Im Leben wie an einem Grab, vor dem du stehst. Zu für immer. Endgültig für immer. Nur Blumen lassen sich noch pflanzen, da wo der Weg endet. Auf dem Friedhof und in Gedanken. Vielleicht hat es ja so kommen müssen. Wer weiß, ob es sonst wirklich so viel besser wäre. Man muss doch zufrieden sein. Die drei Frauen haben statt Blumen Öl dabei. Es ist ihr Zeichen für Liebe, ihr Weg, um Abschied zu nehmen, das Ende zu akzeptieren und in ihr Leben zu integrieren. Der Schmerz wird bleiben, für immer. Der Tod, für immer. Der Weg ist zu Ende. Darauf sind sie vorbereitet. Auf alles andere nicht. Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Anstatt zu jubeln, steht ihnen das Entsetzen im Gesicht. Kein Osterjubel, keine Freude oder Glück oder Tanz oder Lachen, sondern Zittern und Entsetzen. Auch wenn da einer sitzt und sagt, entsetzt euch nicht. Erst der weggerollte Stein, dann das leere Grab und dann sitzt da noch einer.
Der allein wäre schon Grund genug zu erschrecken. Das Grab zu, der tote Tod, darauf waren sie eingestellt, für immer. Der Weg zum Grab, heute zum ersten Mal, und dann Mal für Mal leichter, manchmal auch wieder schwerer, am Jahrestag, an Festtagen, bei besonderen Ereignissen. Das hätte er so gerne noch miterlebt. Und jetzt lebt er für immer, sagte einer. Das Grab bleibt leer, für immer. Der Stein ist weg, für immer. Er ist vorausgegangen. Ihr müsst nur hinterher, sagt er. Da ist ein Weg, wo du aufs Ende vorbereitet warst, wo du dich darauf eingestellt hast, dass es so bleibt, wo du dich damit arrangiert hast, damit du trotzdem irgendwie weiterleben kannst. Da ist kein Ende, sondern da ist ein Weg. Kein Ende, sondern Ewigkeit, für immer. Auch wenn du ihn selbst nicht siehst, weil der Tod von etwas, der Tod von jemand dir den Blick verstellt. Da ist ein Weg, und Gott ist ihn schon vorausgegangen, hat den Weg erkundet, die Höhen und Tiefen der Strecke gecheckt, hat die Stolpersteine im Blick oder sogar schon aus dem Weg geräumt. Er kennt dich und den Weg, deinen Weg, für dich, für immer. Denn du wirst nicht sterben, sondern leben. Den Tod, den du noch siehst, den gibt es nicht mehr. Das ist ganz schön unbekannt und wieder ein schwerer Gang, voller Erschrecken und Entsetzen, mindestens auf den ersten Schritten, mindestens in der ersten Zeit, voller Schweigen und mit Riesenfurcht für die drei Frauen. Kein Osterjubel, keine Freude oder Glück oder Tanz oder Lachen, weil alles anders ist, als du gedacht oder befürchtet hast. Der Weg ist nicht zu Ende, auch deiner nicht, niemals. Denn der Stein ist weg, das Grab ist auf, da ist ein Weg. Er ist schon vorausgegangen, für dich. Amen.